Moin Leute, die Pfeiler hier und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, zu einer neuen Podcast-Folge. Heute habe ich mal Mosen am Start hier, Timo, alter Real-Life-Kumpel von mir. Geil. Und genau, in der heutigen Folge soll es aber auch vor allem darum gehen, was wir so für Vorstellungen von BWL haben und von der Classic-Situation momentan halt. Und ja, wir haben auf verschiedenen Privatservern geradet, unter anderem auch BWL, was jetzt ja auch quasi wieder kommen wird in Classic in 2 Wochen, glaube ich, ne? 2,5 Wochen irgendwie. 12. Februar, glaube ich, ja. Ne? 13. Genau. Ja, also für mich ist BWL auf jeden Fall der Peak. Oder der Beginn vom Peak von Vanilla, würde ich sagen, oder von Classic, wie auch immer. Mhm. Würden ja auch, also sagen ja auch alle eigentlich so, ne, das Molten Core, so müssen die Anfangs-Inni halt so, ne, da kann halt jeder mal durchrennen irgendwie. Aber das ist, also die Inni ist auch noch nicht so, finde ich, vom Aufbau her, nicht so detailgetreu und nicht so geil gemacht halt wie BWL, ne, das kann man nicht vergleichen, finde ich. Und, ja, ich freue mich auf jeden Fall mega auf BWL. Ich denke auch, dass viele Leute, die gerade jetzt nicht so Freude an anderen Sachen in WoW halt finden, wie Angeln und so weiter. Und dann grinden, die dadurch halt auch einfach wieder, ne, erstmal wieder zurückkommen werden für ein paar Monate auf jeden Fall. Das ist ja auch eine gute Sache eigentlich overall. Ich glaube auch nicht übrigens, dass BWL mega schwer wird. Also da kann ich euch auch befreien von dem Glauben eigentlich. Ich glaube, BWL wird einfach nur anstrengender. Ne, also kann Timo ja auch nochmal erzählen von den guten alten Suppression Room Zeiten immer früher. Aber BWL ist einfach eine Inni, wo man halt wirklich auch mal sich konzentrieren muss und halt auch einfach mal konzentriert durchgehen muss. Ne? Da kann man nicht Brain AFK wie in Molten Core halt einfach durchrennen. Muss man halt mal irgendwie drauf achten auf die Sachen. Aber wenn man das macht, ist die halt eigentlich auch relativ gut schaffbar, ja, für normale Spieler einfach. Oh. Es ist halt einfach so, dass, das hat man ja auch im Core schon gemerkt, dass die Werte von den Bossen leider es ist halt quasi deutlich einfacher als auf Privatservern, da wurden die Werte halt gepusht. Und das wird halt in BWL wahrscheinlich auch der Fall sein, denke ich mal. Und deswegen solltet ihr dann quasi jetzt nicht den mega fett schweren Raid erwarten, aber schon einen coolen Raid und auch einen Raid, wo man wirklich konzentriert sein muss. Ja, Timo, BWL, sag mal, freust dich drauf? Was habt ihr so für Pläne? Werdet ihr die Server First holen? Oder was habt ihr für Pläne? Ja, klar, freue ich mich drauf erstmal, auf jeden Fall. Ja, wird auch Zeit für was Neues, glaube ich. Weil, wie gesagt, der Zahn der Zeit ist ein bisschen anders, ne? Ja. Das ist jetzt halt nicht mehr so, dass wie früher, das ist alles so. Auch selbst damals haben die Leute auch schon gemeckert, dass nichts kam. Wenn ich mal die ganzen alten Aufnahmen da von Dings auch erinnerst und so. Die WoW nicht und so. Ja, und, stimmt, ja, selbst damals schon, ne? Damals wurde Blizzard schon geflamed. Eben. Ein Stück weit gehört das, glaube ich, auch einfach dazu, dass man geflamed wird als Spielefirma. Das ist ganz normal, ja. Ein bisschen Flame muss immer da sein. Irgendwelche Gamer vom Rechner hocken. Die es alle besser wissen, so wie wir. Ja, und ich glaube, es ist gut fürs Spiel, wenn wir das kommt jetzt. Weil. Also ich meine, MC ist halt so eine Sache. Ja, wir werden Mitternacht loslegen. Echt, ja? Also werdet ihr versuchen, Server First zu holen, oder wie? Ja, ja, klar, wir werden auf Server First gehen. Hoffen wir mal, dass es klappt. Interessant. Also wir sind jetzt nicht so, wenn es nicht klappt, ist auch nicht schlimm, aber wäre schon cool. Wir bauen gerade den Squad zusammen, der dann auch mitternachts kann. Also alle, die kein Leben haben, vereinigen sich, ne? Ja, muss dazu sagen, Timo ist in einer Hardcore-Gilde quasi, also Hardcore-Progress-Gilde. Ja. Eine spannende Geschichte, finde ich. Also wir sind jetzt, wir sind schon Hardcore, würde ich sagen, aber es gibt immer noch Schlimmere, ne? Also jetzt falsches erwarten. Also wir machen auch gerne mal einen Speedrun, aber ich sage jetzt mal, jetzt Stand Januar ist unser Speedrun, wir hatten halt beim Speedrun keinen Oni-Kopf, weil den irgend so ein Trollo gepoppt hat, der wieder keinen Plan hatte und keine Flask irgendwie, da haben wir uns die Flask dann auch gespart, weil jetzt wieder einer, ja. Und damit haben wir 45 Minuten gemacht. So. Das ist okay, das geht aber auch schneller. Wir könnten halt schneller sein, aber wir machen halt auch alle gerade PvP und deswegen sagen wir halt, spart euch das Gold irgendwie und spart es halt zum Beispiel für BWL dann. Ne? Ranken viele bei euch? Scheiß drauf. Ja, schon echt viele. So. Ja?
Ich denke mal, so viele, ohne Scheiß, glaube die Apes und so weiter, da ist es, glaube ich, also die wollen das ja auch machen, damit halt eben auch im PvE top sein können, ne? Ja, klar. Waffen und so weiter, ne? Ja. Ja, auf jeden Fall, egal. Also wir sind, das ist halt okay, wir machen auch gerne mal einen Speedrun, aber wir müssen es auch nicht übertreiben, so hardcore. Okay. Dann, okay. Aber das will man halt schon, wir sind halt Server First, Draghi und Oni gewesen und halt haben wir auch die beste Zeit da und ja, das würden wir auch ganz gerne halten dann natürlich und wir machen dann nochmal einen Speedrun für MC davor, vor Dings BWL und ja, so, so sieht's aus und so, ja, das sind erstmal die Pläne, mal gucken, wie das dann alles so, was dann am Patch Day wirklich ist, ne? Und ja, Attunes, was halt gut war, dass man schon mal die Attunement-Quest machen konnte vorher, das war wichtig, glaube ich auch, weil sonst wäre das richtig schlimm geworden und ja, wenn der komplette Server dahin geeiert wäre und den Typen gefarmt hätte, ne? Ja, ohne Scheiß. Das hätte nicht gut funktioniert. Ja, wenn es, ob es schwieriger oder ob es einfach wird, das ist so die Frage. BWL ist halt letztendlich, es kommt immer ein bisschen darauf an, wen man fragt, ob irgendwas schwierig oder einfach ist halt, ne? Ja. MC ist halt der einfachste Content und wenn jetzt, hat hier eben gerade schon gesagt, wenn Leute jetzt schon aufhören, weil sie sagen, Classic ist zu einfach. Ja, MC. Ist halt auch MC und für heutige Verhältnisse ist das halt einfach nichts mehr. Aber auch nur, wenn man das selber halt abfarmt, es gibt halt auch ganz viele Gilden, wo das halt nicht so ist und wo man die halt schon noch ein bisschen gebraucht haben, bis das richtig auf Farm hatten. Und ich glaube, wir haben halt auch mal ein paar Patchnotes durchgeschaut und so, und MC hat halt auch schon ein paar Sachen so erfahren und ein paar Sachen waren auf Private Servern einfach zu hart getuned. BWL hat nicht so viele Nerfs abbekommen, jedenfalls offiziell laut den Patchnotes nicht. Das werden wir dann natürlich sehen. Ne? Okay. Aber zum Beispiel gibt es jetzt nicht mehr die diesen Despawn-Timer für Velstras. Also der despawnt dann nicht mehr stimmt. Und dann kannst du nicht mehr weitermachen. Den gibt es nicht mehr. Zum Beispiel, das haben sie rausgepatcht. Ist gut oder schlecht? Ja, ich finde es schlecht, aber letztendlich ist es eigentlich auch egal. Man blockt damit ja wieder nur Leute. Andererseits ist es halt auch so, wenn du es dann in der Stunde nicht schaffst, dann ist das halt auch so ein, das ist halt wieder, kommt drauf an. Das ist halt eine künstliche Barriere, die kann man mögen oder die kann man nicht mögen. Ach so, und die war quasi in Patch 1.12 nicht mehr drin, seine Art. Genau, die wurde irgendwo, ich wäre so immer alles durchgegangen, die wurde irgendwo rausgepatcht. Ah, okay, wusste ich gar nicht. Und das heißt, ihr könnt dann Velstras so lange wipen, wie ihr Lust habt. Und früher ist er dann halt irgendwann despawned nach einer Stunde und dann konntet ihr auch nicht mehr weitermachen. Ja. Also, das war halt so. Allgemein haben wir nicht so viele Sachen gefunden in Patch Notes, dass irgendwie noch mehr genervt wurde. Habe ich übrigens auch das ein oder andere Mal erlebt, ich glaube, im originalen Vanilla und auch auf Privatservern haben wir es, glaube ich, auch manchmal geschafft, dass er dann weg war. Bestimmt, einmal haben wir es bestimmt auch. Ich weiß nicht, allgemein, wie du schon gesagt hast, es ist eigentlich nicht so mega schwierig. Nur, das Ding ist mit MC halt auch, selbst wenn jemand irgendwas falsch macht, selbst wenn fünf Leute nicht zuhören und was falsch machen, dann sterben höchstens sie, aber der Raid wipe eigentlich in der Regel nicht. Es sei denn, was kommt, putzt irgendein Hund von der Seite, der dann im schlechten Moment, die hauen ja eigentlich sogar, also das Schwierige in MC ist ja nicht zu adden und der Trash. Und so ist es halt da schon mal wieder nicht mehr ganz so. Also da kommen halt schon so Sachen rein, wie zum Beispiel, wenn du in MC Aggro ziehst, dann kommt der Boss zu dir, kloppt den um und dann geht er wieder weg. Passiert nichts. Aber wenn du halt in BWM musst du halt ganz viel mit Bedrohungen arbeiten und das managen. Und wenn da halt jemand nicht zuhört oder nicht da ist, dann kann halt schon mehr schief gehen, dass halt auch mal der Raid wipe. Ja, stimmt, interessant. So die Koordination. Noch gar nicht betrachtet. Ich habe das jetzt einfach so abgetan, von wegen, dann muss ich konzentrieren. Aber stimmt schon, ne? Ist dann auch. Die Mechaniken sind schon andere, ne? Ja, die sind halt dann so, dass alle leiden, wenn jemand was falsch macht. Aber halt auch nicht bei allen Bossen. Also es gibt dann auch Bosse, wo die Tanks halt sich gegen, ne, mit die sich abtaunten müssen und so. Ja. Und genau, so wird das halt sein. Also es ist jetzt nicht mega schwer, aber es ist halt eine Schippe drauf von MC, das kann man schon sagen. Und ich glaube schon, dass auch da, das wird schon für, also wir haben immer noch Hordengilden. Wie gesagt, die brauchen halt, das soll jetzt auch alles, jeder, es kommt auch an, was man für eine Gilde ist und so weiter und so fort. Aber es gibt halt noch Gilden auf unserer Hordenseite zum Beispiel, die brauchen noch 3 Stunden für MC. So. Weil die halt, ja, weiß ich nicht warum, da ist es halt so. Ding so, ne? Also mein Gott. Genau. Und
Ja, oder auch auf Ali-Seite. Und die sind dann, die brauchen halt auch diese Oni-Köpfe für MC halt, weil die haben das vielleicht einfach noch nicht schon 500 Mal gemacht. Ist ja ganz normal. So, und wenn die dann halt im BWL gehen, das wird halt was anderes, als wenn jetzt irgendwie Apes da reingehen. Und ja, so, und ja, ist das schwer oder einfach? Es wird auf jeden Fall schon länger dauern. Es wird trotzdem am ersten Abend gleich clear sein, ganz einfach. Das brauchen wir gar nicht drüber reden. Ja. Aber es wird, glaube ich, schon eine Schippe drauf sein und es wird schon mal so die ersten Gilden dann, die sagen, Classic ist zu leicht, weil MC leicht war. Das wird dann schon mal sich ein bisschen ändern. Hm, aber mit Akku 40 kommt es dann halt nochmal mehr. Ja, interessant. Und es dauert länger halt auch. Viel länger. Also der Trash hat schon. Genau, es kommt, ja, ist vor allem auch gerade der, wie heißt der Suppression Room auf Deutsch? Ja, keine Ahnung. Kennt aber jeder, glaube ich. Also dieser Raum, wo halt so viele kleine Drachen sind, einfach, die man wegbomben muss und man kann halt nicht irgendwie ausruhen, sondern man muss ja quasi konstant weitergehen, weil die hinter einem wieder spawnen und so weiter. Da muss man sich halt wirklich dann auch mal. Das ist halt schon eine Sache. Konzentrieren einfach, weil sonst ist man da echt stundenlang am Rumeiern. Ja, generell der Loot in BWL, habe ich jetzt auch schon von vielen gehört, wird auch einfach, finde ich, overall viel interessanter irgendwie und, ne, und viel besser auch. Also ich finde so der Unterschied, ob jetzt jemand Molten Core Gear hat oder blaues Gear anhat, ist jetzt nicht, in manchen Fällen halt echt gar nicht so krank irgendwie, aber halt bei BWL kommt schon nochmal eine andere Nummer der Loot, ne, würde ich sagen. Ja, klar. Wie gesagt, das ist schon ganz nett, wenn du dann dieses Chromagut-Schwert denkst hier, Chromatically Tempered Sword und keine Ahnung, allein schon Ashkandi und so, die Loot-Dramen, die es da geben wird und Lokamir und Staff of the Shadowflame, Netarions Tier und so. Ja. Ja, das ist halt schon mega geiler Loot und das ist halt auch so, also BWL hat ja beim Nef-Loot schon wieder so Sachen, die man halt auch nicht unbedingt umgehen kann. MMC kann man irgendwann dann aufhören zu machen, obwohl auch da immer schon noch so Items drin sind, die ziemlich gut sind. Aber das kann man irgendwann mal aufhören und BWL macht man eigentlich fast immer noch weiter. Ja. Und weil auch gefühlt, ich weiß nicht, weil manche Sachen halt einfach so übertrieben selten droppen, ne? Ja. Ich bin auch der Meinung, die Bosse haben generell einen größeren Loot-Table, ne? Könnte das sein? Also, was mir aufgefallen ist, im Vergleich zu Private Realms ist auf jeden Fall, dass so Waffen und sowas nicht so häufig droppt wie da. Ja, also das ist, ja, das ist jetzt hier schon eher so, wie es auch wirklich, wie ich das früher im Gefühl hatte, so. Mhm. Allein die Dalrent-Schwerter in UBS, werden viele Krieger und Schurken kennen, vielleicht auch ein paar Hunter und so. Das hat man damals einfach sich geholt und gefarmt und dann ist es halt nach 30, 40 Runs gedroppt. Aber hier kann das ja wirklich richtig lange dauern. Also die habe ich auch zum Beispiel, habe ich gar keinen Bock mehr gehabt, habe ich den gar nicht mehr gemacht. Also das war eine der Sachen, wo ich gesagt habe, haut ab, ey. Eben, habe ich auch nicht mehr erlernt. Ich wollte die auch haben, aber ich habe dann auch so viele Runs gemacht. Und es gibt auch gut, so viele andere Dinge, die man auch nicht mehr, machen muss. Und, ja, oder auch halt das Raggi-Schwert oder allein Raggi-Waffen. Oder also Waffen sind schon sehr selten. So wird es auch mit Ashkandi und Lokamir sein und den ganzen Scheiß. Das wird wieder richtig witzig dann. Das stimmt, und selbst auf dem Privatservern finde ich manche Sachen, habe ich jetzt auch, ich habe auch schon ein Video zu BWL jetzt vorbereitet, wo ich mal den kompletten Loot nochmal anschaue, das wird jetzt auch nach dem Video hier noch kommen. Wenn ich mir überlege, wie wenig Dragfang-Talismane wir hatten, ne? Also keine Ahnung, ey. Ja, aber auf anderen Servern hatten wir wieder mehr. Ja, aber also, wie gesagt, dabei war, hatten wir halt irgendwie in 2 Jahren keine Ahnung, 3 Stück oder so. 3 oder 4 so. Stück. Ja. Also das ohne Scheiß. Deswegen habe ich auch schon so gedacht, das ist halt immer so der Vorteil, wenn man halt das schon so ein bisschen vorher einordnen kann, wie oft der Loot wahrscheinlich kommen wird. Obwohl es natürlich andere Werte waren, aber man kann es so ungefähr ein bisschen einschätzen, finde ich. Dass ich echt so gucke einfach, dass ich wahrscheinlich meine DKP, also wir Raiden ja mit DKP, echt auf andere Dinge verwende. Und nicht so fett auf so ein Item irgendwie hoffe, weißt du, das ist einfach. Muss ich mal gucken, wie ich das machen werde. No. Ja, Dragfang Talisman ist ein gutes Stichwort, da wird es auf jeden Fall auch viel Loot-Drama geben und so und jo. Ja. Allgemein. Da wollte ich dich nochmal fragen: Werdet ihr das primär an Tanks geben eigentlich? Oder sagt ihr, das werden Tanks und DDs bei euch? Oder nur DDs? Ja, also Akuria geht zum Beispiel, dieser Akuria-Ring von Raggi, der geht erstmal an Tanks. Echt, ja? Okay. Auch knallhart, ja, klar. Mhm. Ja, weil es halt so viel Hit gibt und so. Ja. Aber da hatten wir jetzt schon viele und Luma braucht jetzt noch einen. Und
das ist ja so ein ähnliches Item, ne? Weil die Sache ist, Tanks, also viele sagen natürlich, ja, aber das ist ja, ich meine, immer alles, ist alles Tank-Prio. Die Sache ist, für den MT ist es halt schon sinnvoll, weil wenn ihr irgendwie DD seid und ihr wollt irgendwann richtig weiter rausdrücken, ja, das ist, geht aber auch eher so an Gilden, die wo die DPS dann halt auch so hart reinballert, dass sie halt wirklich dann noch die Bedrohung vom Tank abzieht. Genau. So, wenn ihr jetzt eh mehr casual seid, dann ist es nicht so ganz relevant. Das ist Latte. Aber ja, in der Regel. Aber die Sache ist, wenn ihr richtig Damage durchdrücken wollt, dann brauchen die Tanks irgendwann diese Items, weil sie sonst halt dann nicht mehr hinterherkommen. So. Ja, verstehe. Weil, ne, und, aber weißt, im Umkehrschluss kann man dann sogar, so, macht man mehr Schaden, wenn man es den MT gibt. Ja, ja. das erste geht an MT, damit man selber rausstylen kann halt. Ja, verstehe ich. Das ist interessant. Ja. Damit dann natürlich auch wieder die ganze Gilde auch noch schneller durch die Indie durchkommt. Ja, 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 richtig. Genau. Also ist es ja halt eben wirklich ein Punkt. Ne? Man will da ja auch gut dann durchkommen. Also es ist schon eigensinnig, wenn ihr das checkt, dass das erste auf jeden Fall an Tank gehen sollte. Aber wenigstens der Main Tank. Und so werden wir es wahrscheinlich auch handeln. Also bei uns wird es wahrscheinlich so sein, dass Luma und ich einen nehmen, weil Luma halt auch, ich werde ja wahrscheinlich, muss mal gucken, wie schwer es ist. Vielleicht bleibe ich dann Prot ab BWL oder so, aber dass er und ich noch einen Drakefang nehmen und dann aber geht aber auch der Rest dann an die DPS fort. Und vielleicht nehmen auch nur noch ich einen als Main Tank. Ja. Das wissen wir noch nicht so ganz genau. Die Sache, das ist immer ein schwieriges Thema. Und dürfen Hunter auch drauf rollen? Oder, ja, nee, also bei uns nicht. Nee. Okay. Auch das wird wieder noch was geben, weiß ich jetzt schon, aber die Sache ist, Hunter strugglen halt gar nicht mit Hit. Also, Hunter haben halt easy Hit und ja, Furies brauchen es eigentlich immer und ja. Ja, aber interessant, das kann man auch wieder einen eigenen Podcast drüber machen. Ja, das ist echt so. Loot Council und DKP-Gilden sind natürlich auch nochmal Unterschied. Ne? Also bei einer sehr guten Loot Council-Gilde will man noch einfach quasi den Raid voranbringen. Und da geht es einfach primär darum, was ist optimal halt einfach. Ne? Genau, richtig. Ja, das ist jetzt ein Beispiel von einem Item halt. Aber so gibt es das halt. Da gibt es gute. Das gibt es auch als Heilungsvariante, ne? Rejuve Gem und so. Wer darf darauf rollen? Priester Pala. Droide. Was kommt noch mit dem BWL-Patch? Noch irgendwas Relevantes? Ich überlege gerade. Und kommt nur BWL? Ja, ein paar Rezepte, ne? Thorium-Bruderschaft. Stimmt, mehr Fire-Riesen. Also und 15 Agi kommt auch auf Waffe, ne? Ja, die kleine, glaube ich, ne? Die Einhand kommt auf erst. Auf die Einhand, genau. Ja, das ist richtig geil zum Beispiel auch. Ja, das werde ich mir eventuell auf die Offhand machen, aber muss ich mal gucken. Ja. Ob ich mit Double-Crusader gehe oder... Na, das Timbermoor holt, also hier Bruderschaft da. Genau, ja, die Was kommt noch? Die Klassenquests kommen noch. Diese 50er Klassenquests, wo es auch richtig starke Items auch für 60er gibt. Übrigens, solltet ihr auf jeden Fall mal gucken. Haben wir in der Wochenschau auch drüber gelabert auf meinem Channel, könnt ihr gucken. Ja. Was noch? Keine Ahnung, was kommt noch? Eternal Quintessence, müsst ihr nicht immer nach Ashara rennen, ist auch wichtig. Ah, stimmt, dann kann man sich das einmal für immer holen. Ist aus dem Kopf. Ja, wie gesagt, also BWL. Die Frage, wie einfach es wird, ne? entweder wird es halt wieder so, dass man da so durchflügt und dann denkt man so, oh, krass, irgendwie, ist ja mega einfach, aber ich glaube das halt eigentlich nicht, aber es könnte halt sein. Das kann man einfach nicht ab, das ist wirklich nur spekulieren und. Schauen wir mal, aber ich glaube schon, dass allein von den Sachen, die da passieren, sollte es eigentlich schon schwieriger sein. Also, weiß nicht. Also ich finde es auch einfach generell ganz cool, dass man dann auch einfach zweimal in der Woche raiden kann. Weißt du, hat man noch ein bisschen mehr zu tun einfach. Ja. Ich meine, das wird immer Zeit fressen letztendlich. Es gibt halt irgendwie einen Grund mehr, warum die Leute auch in Blackrock gehen müssen irgendwie. Ne? Da wird man da auch wieder mehr PvP haben und so weiter. Ja, lebt die Welt schon hart so, also... Wird schon gut, glaube ich, allgemein. Ja, ich bin immer noch mega hyped auf Classic irgendwie, Timo auch. Wie gesagt, das ist mir halt auch wichtig, so Videos mit Leuten zu machen, die auch noch Spiel spielen und nicht irgendwie wieder auf Retail switchen und irgendwie wieder, ne, wie gesagt, ihr habt meinen Segen, wenn ihr wieder Retail spielen, könnt ihr gerne machen. Aber ne, auf unseren Kanälen soll es halt einfach auch darum gehen und in den Videos hier, wir wollen halt irgendwie auch dann mit Leuten hier Sachen machen,
die auch wirklich hinter dem Spiel spielen und die auch einfach noch Bock drauf haben. Und ich denke, das ist hier auf jeden Fall vorhanden. Und, ja. Und jetzt dann kann man den ganzen Scheiß auch mal aus dem Weg räumen und dann können wir Videos zusammen machen und genau, alles genau. Und ihr müsst euch überlegen, es wird noch so viel Content kommen in Vanilla. Akku kommt noch, die ganze Scarab Lord Kacke irgendwie, Lax Ramas und so weiter. Und ich kann die Debatte verstehen, es gibt viele Probleme und wir würden auch gerne einige Änderungen noch haben und so, aber Leute, es kommt noch so viel geiler Shit. Chillt einfach mal. Schauen wir mal, was kommt. Genau. Und hast du noch was zu sagen zum Ende vielleicht? Nö, ich mache nur kurz Werbung und ja, hau raus. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt, komm mal rüber. Bei YouTube ist es Mosenlel und bei Twitch ist es twitch.tv/Mosenlel. Und dann, wie gesagt, 5 Tage die Woche bin ich da. PvE, Hardcore-Gilde und Rankentumor 14. So. Und genau. Mit Tankforce mache ich da auch ab und zu mal was. Und das können wir jetzt alles mal ein bisschen verbinden. Wir hatten ja schon gesagt, kommst dann vielleicht mal in die Azeroth-Wochenschau und dann bam. Ja. Genau, aber Timo hat immer ganz cool, sehr viel Erfahrung, was Krieger, was Tanken angeht und so weiter. Wird gefickt, ey. Du willst ja, glaube ich, auch Boss-Guides machen im BWL dann, ne? Ja, genau. MC-Guide habe ich halt noch gemacht, so ein TLDR-Guide, wo ein bisschen, also so aufs Allerwichtigste zusammengestaucht, ganz schnell. Ja. Und klar ist halt MC, aber ich muss halt auch anfangen, ich will diese Vollständigkeit auch haben und das kommt dann für BWL auch raus. Und, aber ich warte halt, ich nehme jetzt nicht meine Private-Server-Mechaniken, sondern ich warte, bis wir es einmal auch wirklich gemacht haben, damit ihr dann halt auch das echte Ding habt. Okay, verstehe. Ja. Weil, okay. Könnt's ja schon machen, aber so, weißt du, wieder so Klicks ernten, aber das muss ja auch, das muss schon das. Alles für die Klicks, Leute. Ja. Alles klar. Ja. Cool. Geil. Gut, Leute, dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit und die Leute, die auf Spotify zugehört haben, auch danke an euch. Schaut gerne mal auf Twitch auch bei mir vorbei. Ich bin dreimal die Woche live, immer am Dienstag, Donnerstag und Sonntag ab 19 Uhr. Und in dem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.